Hi, hier ist euer Micha. Ja, heute möchte ich euch mal zeigen, wie ich Riesenwürstchen mache oder Riesengriller. Wie auch immer. Habt ihr Lust? Dann geht's jetzt los. Was brauche ich alles für meine Riesenwürste nach Grabowski-Art? Die Wurst gehört zu den Rohwürsten. Ich habe hier Rindfleisch schon durchgelassen, 2 mm Scheibe. Dann habe ich hier Schweinebauch. Also den Schweinebauch lasse ich dann hier durch die 7 mm Scheibe, man kann auch eine 5 mm Scheibe nehmen, was man so da hat, oder 6 mm. Dann brauche ich Schweinedärme oder Schafsdärme, kann man auch nehmen. Und dementsprechend meine Gewürze. Und natürlich ein Wolf. Zum Durchlassen, wenn man einen Wurstfüller hat, kann man auch einen Wurstfüller nehmen. Man kann natürlich auch den Wolf nehmen. Gar kein Problem, solange man einen Einfülltrichter dafür hat. Also einzelne Tüllen dafür. Ja. Wie das Ganze jetzt abläuft, das zeige ich euch jetzt. So, meine Riesenwürstchen. Es geht auch wieder relativ einfach. Ich nehme jetzt hier erstmal die Därme weg. Brauche ich jetzt nicht. Dann kommt hier mein Schweinebauch rein. Rindfleisch. Und Gewürze zu. So. Das Ganze jetzt kurz durchmengen. Und dann durch die 2 mm Scheibe lassen. Durch die 7 mm, Entschuldigung. Bin ich schon wieder zu schnell gewesen. So, kurz durchmengen. Und dann durchlassen. Wie ich das durchlasse, brauche ich euch wohl nicht zu zeigen. Wenn es durchgelassen ist, zeige ich es euch. So, ich habe das jetzt für meine Riesenwürstchen durchgelassen. Das muss ich natürlich jetzt auch nur kurz durchmengen. So, jetzt kurz durchgemengt. Und das Ganze fülle ich jetzt ab. Und wie ich das abfülle, das zeige ich euch jetzt. So, ich möchte jetzt meine Riesen einfüllen. Wie gesagt, hier habe ich einen Schweinedarm. Man kann auch einen Schafsdarm nehmen. Kurz ein bisschen durchspülen. Das Ganze. So. Und nochmal rein. Und jetzt draufziehen. Das Wasser muss natürlich wieder raus aus dem Darm, ganz klar. So. Das war schon. Ich habe hier schon das Brett nach vorne laufen lassen. Und jetzt wird einfach nur eingefüllt. Das ist immer eine kleine Menge. Wie gesagt, das mache ich auch nur für euch. Okay, dann geht's los. So, das war's schon. Und jetzt, wie es gleich weitergeht, zeige ich euch. So, hier habe ich zwei schöne lange Riesen. Hier mache ich natürlich erstmal die Luft raus. Wie gesagt, für sowas ist natürlich auch besser ein Schafsdarm. Ich glaube 22, 24 ist das. Kann man auch für Wiener nehmen. Aber man muss sich, kann sich auch anders zu helfen wissen. Man muss ja nicht immer alles kaufen und alles haben. Okay, dann mache ich hier jetzt einmal, drehe ich das Ganze mal nach rechts oder links, wie auch immer, oder vorne und zurück. Und hier mache ich jetzt einen Knoten rein. So. Einmal abschneiden. So, und die hänge ich jetzt so einfach über einen Stock oder wie auch immer. Und ich mache natürlich, bei mir kommen die dann immer jetzt gerade um die warme Jahreszeit ab ins Badezimmer. Hier lasse ich sie erstmal 24 Stunden, 48 Stunden trocknen. Man könnte sie ja auch jetzt 6 Stunden trocknen lassen und dann räuchern. Wie man mag, dunkel, hell. Bis zu 24 Stunden bei Temperatur zwischen 12 und 18 Grad. Kalträucher natürlich, zeige ich euch dann noch. Okay, die kommen bei mir jetzt aber über den Stock und ins Badezimmer, und weil das werden hier Luftgetrocknete. Okay, den Rest zeige ich euch gleich. Kalträuchern, circa 12 bis 24 Stunden. So, mein Riesenwürstchen oder Riesengriller, ungeräuchert, sieht der nicht lecker aus? Ganz einfach, den habe ich 2 Tage lang hängen lassen, also reifen lassen, und jetzt kann ich ihn so essen oder einfach auf dem Grill, wie auch immer. Wunderbar.
Und jetzt möchte ich das Ganze natürlich auch noch anschneiden, damit ihr das auch noch seht. Tolle Farbe und geschmacklich. Einwandfrei. Ja, ich hoffe, meine kleine Doku hat euch mal wieder gefallen. Ich sage ciao, euer Micha. Diese Butze. Ciao.